Es ist heute das letzte Bier, bevor es bei mir in den wohlverdienten Sommerurlaub geht. Was es dann noch organisatorisch zu besprechen gibt, was ich mir vor allen Dingen für ein Bier ausgesucht habe und wo es bei mir hingeht und was ihr davon erwarten könnt, all das gibt's in 6 Sekunden. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und mit mir quasi das Abschlussbier hier trinken wollt, bevor es bei mir in den wohlverdienten Sommerurlaub geht. Allerdings keine Angst, ich werde euch in den nächsten Wochen auch noch mit Bieren aus der Konserve ein bisschen bei Laune halten. Ich habe mir noch ein paar Videos, die bei mir immer so auf der Festplatte schlummern und die darauf warten, dass sie dann irgendwann mal gezeigt werden, und das wird in den nächsten 2 Wochen definitiv der Fall sein. Ich mache Urlaub in Schottland, werde da auch eine Brauerei besuchen, bei der ihr euch alle vorstellen könnt, welches sein wird, wenn es in die Nähe von Aberdeen bzw. Allen geht. An der Stelle nochmal einen fetten Dank an den Markus von den Beerlovers, der mir da organisatorisch bei dem Brauereibesuch ein bisschen in den Rücken geblasen hat und da einiges möglich gemacht hat. Ich glaube, ihr könnt euch da auf richtig schöne Videos freuen. Und bei mir geht es heute mit einem Bier, das hat mir auch jemand aus dem Urlaub mitgebracht. An der Stelle danke an den Martin, der hat mir aus L.A. ein Bier von Monkish mitgebracht, und zwar das Hazy IPA Burger Sheriff. Und Monkish in Torrance, ja, eine der Institutionen, wenn es um Hype-Craft-Bier in den USA geht. Und das hier haben sie zusammen mit Highland Park Brewing gebraut. Und es ist ein Triple Dry Hopped IPA mit 7,2 Volumensprozent. Mehr ist leider nicht verraten, konnte ich auch nicht mehr rausfinden. Aber die Hopfenliste, die ist sehr eindrucksvoll. Es ist Citra, Citra Cryo, Citra YCH 702, Mosaic YCH 701 und Peacherine Hops. Ich musste mir das aufschreiben, deswegen habe ich es jetzt auch gerade da vorne abgelesen. Aber das ist wirklich eine derartige Menge, und YCH 702 bzw. 701 ist wahrscheinlich wieder irgendein Extrakt, der aus diesen Hopfensorten gemacht wird, gerade Mosaik und Citra. Und so viel Citra, wie da drin ist, glaube ich, kann man uns schon ein bisschen darauf einstellen, dass es da gleich an der Zitrusfruchtfront ordentlich knackt. Ich würde sagen, wir haben genug geredet, nochmal ein bisschen geschaut, dass hier auch der Bodensatz loskommt. Über mehr Zutaten kann ich euch leider nichts sagen, ob da Weizenmalz, Hafermalz drin ist. Gerstenmalz wird auf jeden Fall drin sein. Aber da hat man ja leider in den USA immer so ein bisschen das Nachsehen, dass die Kennzeichnungspflicht einem da nicht jeden Wunsch von den Lippen ablässt und man da nicht immer so gut informieren kann. Und dann sind sie dann auch wirklich manchmal auf den Webseiten ein bisschen geizig. Liegt aber auch bei Brauereien wie Monkish daran, dass die mit einer derartigen Frequenz Biere raushauen, dass man da manchmal gar nicht nachkommt und gar nicht sieht, oder die auch gar nicht aufschreiben können, was sie da alles so produziert haben. Ich kann euch mal sagen, das ist eine extreme Milkshake-Farbe, richtig schön vollständig getrübt. Ein weißer, kleiner, feiner, ein fingerbreiter, mittelporiger Schaum, der sich mit ebenfalls dieser mittleren Pore schön ans Glas legt. Und ansonsten diese Trübung allerdings wirklich richtig geil. Und in der Nase, da brauche ich meine Nase gar nicht reinzuhängen, da ist so viel Zitrusfrucht drin, Orange, Grapefrucht, bisschen tropische Frucht, insgesamt super frisch, ein bisschen floral auch, das Ganze. Pfirsich habe ich mit dabei, aber Zitrusfrucht ist wirklich extrem dominant, vielleicht noch ein bisschen Beeren dabei. Oh, macht richtig Bock auf den ersten Schluck. Sehr zum Wohl, cheers. Mmh. Also, da ist definitiv noch irgendwas anderes mit drin, außer Gerstenmalz, wahrscheinlich Weizenmalz und Hafermalz in der Kombination. Super weiches Mundgefühl, geht richtig gut an den Gaumen. Es ist super zitrusig, es ist viel Grapefrucht dabei, es ist Orange dabei, es ist tropische Frucht mit dabei, es ist Pfirsich mit dabei. Es ist super krass hopfig, ohne jetzt super bitter zu sein. Da ist natürlich auch viel Süße noch mit dabei, viel helles Malz. Es ist schön weich, es ist schön vollmundig, es ist auch juicy. Und Alkohol ist extrem gut eingebunden und ist einfach ein richtig, richtig toll trinkbares Bier. Ohne jetzt, ein bisschen Pinie kommt jetzt auch noch mit an den Start. Also ganz weit entfernt von dem, was wir als New England kennen, sondern eher wirklich auf diese richtig schönen Hazy IPA Schiene.
Knackt auch so ein bisschen bei der Bittere, obwohl es eben gut ausbalanciert ist. Und das sind einfach richtig, richtig geile Biere. Die wissen einfach, wie sie es machen, dass so ein Bier auch ohne viel Laktose im Glas so super weich in den Mund kommt. Und ja, das können eben die Kalifornier dann doch. Da ist ja auch die eine oder andere Brauerei an der Westküste, die dafür bekannt ist, solche Biere zu machen. Mittlerer bis voller Körper, eine mildere Kohlensäure und eine schöne cremig-weiche Textur. Das geht so richtig mit einer fast auch schon höheren Viskosität nach unten. Super gemacht, und Zitrusfrucht ist einfach das dominierende Thema, und da geht es auch in den Nachtrunk. Weich, juicy mit Grapefrucht, Orange, Mandarine, allem, was die Zitrusfrucht so zu bieten hat. Bisschen Pfirsich rundet das Ganze dann auch noch an der weichen Stelle ab. Und auch eine deutliche Hopfenbittere. Und auch die Pinie, die ist wieder da im Nachtrunk. Ich muss sagen, der Urlaub kann kommen, wenn solche Biere auf mich warten würden. Aber ich fahre woanders hin. Das Burger Sheriff Hazy IPA von Monkish und Highland Park Brewing aus Kalifornien. Und von Probier.tv gibt es dafür die wohlverdienten 5 von 5 möglichen Punkten für das Burger Sheriff Hazy IPA von Highland Park und Monkish. Dann soll es von dieser Stelle aus gewesen sein. Bitte nicht vergessen, ein Abo zu lösen. Und wir sehen uns dann quasi aktuell wieder in 1,5 Wochen. Und zwischendrin werde ich mich vielleicht mal das ein oder andere Mal auf Insta beziehungsweise vielleicht auch auf YouTube melden mit Eindrücken aus Schottland. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, Baba. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.